Herzlich willkommen bei den Dumanis. Mal was anderes. Heute hat Hutsche Davi Geburtstag. Wir haben auch Geburtstag. Wieso kommt der jetzt von hinten, der Postbote? Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Dankeschön. Was hast du noch bestellt? Warte mal. Nee, das sind meine Sachen. Ja, wie bestellst du? Dachte, vielleicht, sie hat Geburtstag nicht. Ich dachte, Geburtstag, vielleicht sind deine Schuhe gekommen. Der hat Geburtstag. Der hat Geburtstag. Also, das ist das Geburtstag. Hat Geburtstag, ne? Er kriegt einen Susi auf sein Konto überwiesen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Schnabel. Wie lange bist du bei uns? 5 Jahre? Doch. Ehrlich, schon 5 Jahre her? Warte, mir kommst du wie gestern vor. Das ist wie im Fluge. Ja, ja, weil das wie Familie ist. 5 Jahre? Ja, heute essen wir was Besonderes. Ne? Wir ja, also bei uns ist, beim Geburtstagskind darf sich dann immer was wünschen. Genau, ne? Wir sind natürlich. Uschi hat sich KFC gewünscht. Ja, wir geben mir ein bisschen KFC. Ey, aber ihr könnt ja mal erzählen, was mit KFC immer passiert. Freunde, immer wenn wir KFC essen, haben wir Bauchschmerzen. Aber ich hab eine Theorie herausgestellt, weil ich habe KFC, wenn ich die nicht scharfen, also dieses spicy Zeug weglasse, ich kriege keinen Bauchschmerzen. Ja, aber wenn ich diese aber wenn ich diese spicy Wings esse, da habe ich Durchfall. Immer wenn wir Dings hier KFC essen, haben wir wieder das Problem, Maschine läuft nicht. Aber das schmeckt. Aber viele haben das geschrieben, schreibt in die Kommis rein. Ja. Läuft eure Maschine? Also die Pep ist dann verstanden. Also wir sind nicht die einzigen, ein paar Kollegen von mir haben auch immer Durchfall. Mach mal da rein, wir gucken mal, wie die schmeckt. Ich mache den Probetest. Ich will mal was sagen zu mir. Irgendjemand hat gesagt, ich habe keine 20 Kilometer. Wette verloren. Ich habe die 20 mit dem Fahrrad schon überschritten. Ich glaube, er meinte 20 am Stück, oder? Am Stück? Ja. Weiß ich nicht. Aber wenn du willst, schafft man. Wenn du willst, können wir eine Tour machen, aber ich fahre echt runter. Ja, kein Problem. So, das ist der einzige fleißige Mitarbeiter hier. Die alle machen Mittag. Ich weiß nicht, warum Jan da noch hockt. Und wir sind hier schon alle am Essen. Ja, nicht schlecht, ne? Ja, schmeckt gut, das muss also man sagen. Also muss man sagen, KFC schmeckt ja nicht schlecht, oder? Ja. Nee, KFC schmeckt auch nicht schlecht, vom Geschmack her. Meine geilen Soße hier, die feiere ich. Ja, aber die hier feierst du auch. Das war die hier, die du so gerne mochtest. Diese, was ist denn das? Was ist das? Sweet Onion Soße. Aber die ist so lieber, Chef. Also, ich finde, KFC kann man essen, mal gucken, wie es nachher ist. Ich würde euch live berichten. Nein, Bobby nicht. Sei froh, dass es da noch kein Geruchsfernseher gibt, ne? Aber es schmeckt gut. Ja, es schmeckt wirklich gut. Leider. Ich mag auch zum Beispiel den Salat. Aber soll ich dir was sagen, ne? Wenn wir mal in Amerika sind, dann musst du das dort drüben probieren. Du leckst dir die Finger. Du kriegst da auch keine Bauchschmerzen von. Ja, drüben, wie heißt... Das heißt anders. Popeye. Popeye schmeckt jetzt zwar nicht so, aber eben halt beispielsweise diese Chicken Burger. Wir haben in, da wo wir waren, das war, wie hieß der Ort nochmal? Aurora. Chicago. Da gab es Dave's Chicken House. Da hatten die sowas, das heißt Nashville Chicken. Das ist dieses so frittiertes Chicken, nochmal ein Chiliöl drin, da gab es verschiedene Stärken. Das war dann nochmal ein Chiliöl eingetrunken und dann hast du es so bekommen auf dem Burger. Das hört sich lecker. Schmeckt, ja, irgendwann, wenn die mich reinlassen, fahre ich nach Amerika. Wieso, die lassen nicht? Also ich hätte schon Lust, wie hier als Familie mal nach Schatz, Amerika. Wenn ne? er sogar reinkommt. Wir öffnen auf, damit live berichtet, was Sache ist. Ja, heute Abend. Ja. Oder gleich, wenn ich während der Arbeit wegrennen muss. So, ich gehe mit Zahn hinten ein bisschen Gassi. Normal dürfen die Hunde hier frei rumlaufen. Aber heute nicht. Da ist ein Trecker. Und der Rocky, der ist sowieso ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Der wird immer sehr schnell wütend. Und dann weiß er nicht, wo, auf wem er es ablässt. Und dann lässt er das an Rambo aus. Und Rambo, ja, der lässt sich alles gefallen von Rocky. Egal was du ihm gibst, guck Rockys Augen. Ja. Der ist so. Der will den angreifen. Weißt du noch, als er sich an einen Dings sei? Ja. Also eigentlich sollen ja französische Bulldoggen nicht so viel laufen. Aber dem ist das egal, der ist so fit. Der ja, der keine Ahnung, der jagt alles. Wenn jetzt hier irgendwas kommen würde, der hat so richtig, weiß ich nicht, der ist richtig fit. Okay, der ist auch noch jung. Der, was heißt der jung? Der ist 5 Jahre alt. So jung ist der auch nicht. Hälfte von Rambo. Ja. Ja, und Rambo, der muss sich immer verstecken. Privatsphäre. Ja. Wenn man ihn filmt und ihn anguckt,
dann guckt er weg und schämt sich und hört direkt auf. Komm her, na, Rambo, was machst du da? Rambo. Muss ich sauber machen? Herkommen. Rocky ist doch einer, der muss immer in der Nähe, egal wo Rambo hinläuft, da muss der auch hin. Rambo kann teilweise noch nicht mal alleine Pipi machen. Also der geht ihn, er folgt ihn, egal wohin. Ne, Rocky? Er ist auch warm, da wollen die auch nicht so lange gehen. Rambo schnappt zur Luft. Rambo will nicht mehr, er will zurück. Nee, Rambo will zurück. Und wenn Rambo zurück will, dann zieht er auch zurück. Ist ihm auch egal. Er will noch nicht zurück, ist ja weiter. Ah, na, hast du den Trecker entdeckt? Rambo ist ja komplett kastriert und leider Gottes, bei der, als sie ihn kastrieren wollten, der hat so eine Wund- und Heilstörung. Ja, und dann hat sich das entzündet und dann mussten leider auch die... Rambo, geh raus, da sind voll Zecken drin. Und mussten leider auch die Eier ab. Oh, Rambo! Oh, Rambo! Das ist immer ein Anzeichen, dass er seine 5 Minuten hat. Der, ja, der hat so frei, manchmal seine 5 Minuten. Jetzt frei, dann würde er jetzt hier 5... 10 Runden laufen. Im Kreis rennen. Ja, Rambo, du bist... Naja, auf jeden Fall mussten die Eier dann auch ab. Und Rocky, da, egal wo Rambo hinmacht, der muss das gegenmarkieren. Aber Rambo versteht das ja nicht mehr. Er weiß ja nichts mehr. Auf jeden Fall. Was ich euch sagen wollte, Rocky sieht zwar sehr niedlich und harmlos aus, aber total das Gegenteil. Der Liebe, das ist der Rambo. Mit dem kannst du alles machen. Den kannst du alles machen mit dem Rambo. Das juckt ihn nicht. Du kannst ihn ärgern. Und also der hat sehr, sehr lange Ausdauer, was dann das angeht. Der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Rocky, wenn ich ihn jetzt einmal nur anschreien würde, würde er... Ja. So, reicht. Ne, Rambo? Rambo hechelt schon. Ist auch echt zu warm. Haben wir das ganz gut. Die Firma ist da vorne, da wo es dann jetzt lang geht. Aber wir können hier ewig spazieren gehen. Ne? Das ist direkt an der Firma. Also für die Hunde. Ja, und für die Hunde ist das super. Also wir brauchen nicht weit. Die haben immer ihren Auslauf. Okay, wie gesagt, im Sommer. Ne? Nicht so, weil die es selber nicht wollen. Hallo Freunde, hallo. Ja, ich arbeite nicht nur in der Firma, ich arbeite auch im Garten. Ne? Und ganz ehrlich, hier im Garten arbeiten ist schwieriger als in der Firma arbeiten. Aber er hat schon viel geschafft. Ja, ich bin dabei. Also hier haben wir so einen geilen weißen Weg gehabt. Den habe ich schon, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Oder nicht? Normal habe ich hier einen Pool noch, einen Schaukelstuhl. Aber irgendwie haben wir es dieses Jahr nicht geschafft, im Garten was zu machen. Nein, ne? Pool haben wir letztes Jahr auch nicht schon nicht nee. Auf. Ja, aber jetzt machen wir wieder langsam. Ne? Jetzt bin ich immer dabei, nach der Arbeit gebe ich ihm ein bisschen, ne? Langsam, ja. Langsam. Jetzt mal wieder mal hier schön die Steine freischaufeln. Also ich habe auch ein bisschen angefangen, aber das Ding ist so schwer. Ja. Das ja, kannst du ja. 5 Minuten halten. Ja, ja, egal. Das wird schon, das wird schon. Ja, wir gehen mal, komm. Ihr wolltet aber auch gerne mal sehen hier mein, Gewächshaus. Gewächshaus, ja, komm. Ja, das müsste auch mal gemacht werden hier, die Stufen. Ja. Auch lebensgefährlich. Ja, keine Zeit, Freunde, keine Zeit. Ne? Die ganzen Roadtrips, die nehmen viel Zeit in Anspruch. Wir sind leider keine... Doch, Gartenfreunde sind wir aber. Und ja, hier, wir haben hier Weintrauben, aber keine Ahnung, wir essen die irgendwie nicht. Die wachsen immer, aber ja. Boah. Aber, letztes Mal war... Oh, eine Gurke ist das schon. Ja, guck mal hier. Guck mal, ne? Von letztem Mal. Guck mal, wie groß sie geworden sind, oder? Ihr kennt das doch, Freunde. Ich sehe schon eine Gurke, die... Oh, Schatz, aber du hast die so gegossen, dass da Erde drauf ist. Voilà, die können wir sogar essen, Freunde. Na, guck mal. Kann man die essen jetzt? Gib mal das Schild, was da ist. Nein, gib mal das Schild, was da ist. Ich weiß auch nicht, warum du es nach hinten gemacht hast. Die anderen habe ich nach vorne gemacht. Schlangengurke, also muss die wachsen. Also noch, muss die noch ein bisschen wachsen. Ja, die muss noch ein bisschen hier, die muss noch, ne, oder? Was hier ist, keine Ahnung, sehe ich nicht mehr, was das ist. Ja, keine Ahnung, wissen wir auch nicht. Oh, eine ist aber da sind ein paar kaputt, weil du die wahrscheinlich Wasser oben dahin gegossen hast. Das darfst du ja nicht. Ja, die kleinen müssen wieder weg. Hey.
Weil die Kraft geht da nicht rüber, Schatz. Ja, ja, aber langsam kommen die, Schatz. Tomaten sehe ich nichts. Nee. Oh doch, da ist eine kleine Tomate. Da sind ja, ein paar kleine. Ein paar kleine. Da sind ein paar kleine. Ja, die kommen langsam, Freunde. Die kommen langsam, ne? Hier aber ich mag irgendwas. Das, du weißt es ja. Ja, Mehmet wollte züchten, nein, ist nein, nicht Nein, hat nicht geklappt, alles daneben gegangen. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tomatenpflanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Gurken. Ist doch gut. Was für 5 Gurken? Ja, die kommen doch auf. Ja. Gurke, Gurke, Gurke. Die haben sich noch gerettet, irgendwie, die Kleinen, ne? Ja, ja. Ja, das macht Spaß, Freunde, wirklich. Ich komm gerne hierher, guck meine Pflanzen an. Und redet mit denen. Ja, ich chill hier. Die meckern nicht. Die nerven nicht. Wieso mecker ich? Nerv nein, ich? Nein, auch nicht. Also. Ja, Freunde, das war's. Ja, ich berichte euch noch weiter. Auf jeden Fall in ein paar Tagen können wir die Gurke auf jeden Fall essen. Aber ich glaube, das schießt noch richtig raus alles, ne? Ja, das war wieder mal, ja, Huschis Geburtstag gefeiert. Ja, ein bisschen gefeiert, genau. Aber er kriegt Schuhe von uns. Ist auch nett, oder nicht, Schatz? Ja. Ja, weil ich kann ja auch nicht Geld schenken jetzt hier bei jedem Geburtstag. Geht auch nicht, ne? Ja, das war wieder mein Alltag von Dynoman. Nächstes Jahr ein bisschen Garten, ein bisschen Arbeit. Klar, Dollar-Content kommt natürlich wenig, weil von der Arbeit her können wir unseren Dynoman-Kanal, was wollen wir da zeigen, groß, oder? Wochenende geht noch. Wochenende geht immer. Was, mal gucken, dieses Wochenende, Hammerwetter, Hammerwetter. Ich sage schwimmen oder angeln. Ja, du bist schreibt es in die angeln, keine genau, Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Angeln, angeln oder schwimmen. Also ich bin großer Angler, ne? Also ich war aber seit ein paar Jahren nicht mehr angeln. Das letzte Mal waren wir vor 2 Jahren in Norwegen. Freunde, abonnieren, liken nicht vergessen. Auf jeden Fall lasse ich euch überraschen, dass wir mal wieder was machen. Am 21. 22. fängt der Roadtrip wieder an. Naja, ich bin immer noch am 23. Ja, keine Ahnung, bei sowas, irgend sowas. Bei uns weiß man das nicht. Auf jeden Fall irgendwas 20, 21, 22, 23, 24 wollen wir auf jeden Fall in der Roadtrip starten. Und sehen wir uns im nächsten Video. Abonnieren, liken nicht vergessen. Instagram folgen, MTCast. Küsst eure ersten Freunde. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.